So. Ja, bitte alle aufstehen vor Bruno, der erste und letzte König von Anarchister Königsreich von Lausland. Was ist für dich Heimat? Ja, das ist dort, wo man sich daheim fühlt. Also, macht das aus? Für mich ist jetzt so ein bisschen, merke ich, dass meine Familie so langsam ein bisschen meine Heimat wird. Also wirst du ein bisschen bürgerlich? Ja, ist gut möglich. Ja, so ein bisschen normal auch. Ja, wahrscheinlich. Also ich merke schon, jetzt, seit die Tochter habe, das ist schon das recht also wenn wir zu oben einmal so daheim sind und ein bisschen spielen, dann finde ich das wunderschön. Das ist ein richtiges Daheim-Sein-Gefühl. Das habe ich schon extrem lange nicht mehr gehabt. Und das frisst das Heimweh nach Aarau völlig weg? Ja, das habe ich eigentlich nie wirklich gehabt. Nee. Heimweh nach Aarau, nein. Du kannst das Aarau oder wen verstehen? Ja, ich denke es. Ja? Weißt du nicht? Ich habe in der Fernweh, glaube ich, wie der Heimweh. Fernweh, so nach oben kommen oder so? Ja, nein. Nein, noch ein bisschen weiter weg. Doch noch ein bisschen weiter. Das Gränt. Nein, wie heißt es oben da? Gonterschwil, Zetzwil? Nein, noch weiter. Noch weiter? Ja. Nein, eigentlich, am meisten Fernweh habe ich eigentlich nach Island. Weil das ist auch so ein bisschen wie ein Heimgefühl für mich, wenn ich in Island bin. Du bist regelmässig? Ich bin regelmässig, ja. Ich bin eigentlich alle Jahre mindestens einen Monat. Da hockst du einfach in die heissen Quellen. Die Pampa aus, ja. Und finde, wow. Also, ich bin im August zum Beispiel in Island gewesen, und das ist wirklich, also das ist ein schöner Sommer und es war irgendwie etwa 8 Grad gewesen, und es hat geschifft und es hatte Nebel gehabt, und ich war mit dem Traktor unterwegs gewesen, bin in Alpenzaun abgeräumt, bei einem Bauer. Und es war wirklich extrem grusiges Wetter gewesen. Es war wirklich kalt gewesen. Kappen angehauen und Händchen und so ein alter Traktor, weißt du, das musste mit dem Jeep anziehen, dass er überhaupt läuft. Und dann bin ich dort oben gehockt und ich habe es super gefunden. Ich habe wirklich einfach das Gefühl gehabt, da bin ich daheim. Beat, du lebst eigentlich auch in einer ähnlichen Struktur wie Oberkom in Niederdörfli in Zürich. Ist das für dich deine Heimat dort? Du gehst ja nicht raus, eigentlich, wenn du Auftritt hast oder so weit das... Ja, also es ist, ich fühle mich wirklich sehr wohl dort. Also ich wohne wirklich mitten im Niederdorf und ist, also Zürich ist, wenn ich jetzt irgendwie müsste, ich weiss auch nicht, aus einer gerichtlichen oder polizeilichen Verfügung dürfte ich Zürich nicht mehr verlassen, das wäre für mich keine Strafe. Also das ist, mir gefällt es wirklich wahnsinnig. Das Niederdorf hat 3300 Einwohner, vom Zentral bis Bellevue runter. Und das ist... Das ist mehr als Oberkom. Ich hätte gerade eine Frage. Und es leben wirklich sehr spezielle Leute leben in dem Niederdorf. Es hat... meine Nachbarin ist Ex-Prostituierte, die geht jetzt auf die 70 zu. Und wo meine Freundin dort ausgezogen ist, ist dann die erste, die geläutet kam, ist die Dora Koster mit so einem Sack Nüsslisalat und hat gesagt, du musst jetzt ein bisschen schauen, musst Vitamine essen. So. Wie wenn ich von so einem Sozialfall Lebenshilfe brauche. Oder? Aber es war ja rührend gewesen, oder? Und dann ist die gleiche Frau jetzt, oder? Wo hat die NZZ hat mal ein Porträt bei mir geschrieben, da habe ich Dora Koster auch erwähnt. Und ich habe dummerweise den Text nicht gegengelesen und ist dann dort statt Ex-Prostituierte, das Ex ist auf Ex, ist nur Prostituierte gestanden. Und ist die so was von verrückt worden, oder? Ist mit einem Baseballschläger, oder? Hat mir Türen eingeschlagen, ich bin dort nicht daheim gewesen. Und ist bei der NZZ im Feuer, also wirklich rein, alles kaputt. Und das sind auch sehr spezielle Leute, oder? Wo dort wohnen. Und ist das die Sado-Prostituierte gewesen? Oder nein. Die andere, die Blonde? Ja. Ja, das ist mal los. Also wir haben noch mehr als 2 Prostituierte im Niederdorf. Heimweh, kennst du das Gefühl? Ja, das kenne ich sehr gut. Das ist also vor allem als Kind. Also ich war bei jemandem, der unglaublich am Rückzipfel von meiner Mutter gehangen ist. Das war das Schlimmste, wenn ich ein paar Tage weg musste. Also, wo ich zum ersten Mal in den Kindergarten musste, das ist
Also ist für meine Eltern muss das die Hölle gewesen sein, wo sie mir versucht zu erklären, dass ich jetzt für ein paar Stunden am Tag muss noch jemand hin und so. Wir sind in der Woche vorher sind wir mit denen schauen, wo ich dann muss hin und so. Und meine Mutter hat mir das später mal dann erzählt, als sie mich am ersten Tag gebracht hat und vorne abgegeben hat. Ich sage hinten raus und sage vor ihr wieder daheim gewesen. Und so ist es wirklich auch immer, wenn ich allein in die Ferien oder in ein Klassenlager oder so, das ist eigentlich grausam gelitten. Also schlussendlich ist es eine harte Arbeit. Es ist, also viele Leute meinen einfach so, ja, wenn man lustig ist und so, das ist einfach so gegeben. Also, das ist eben nicht so, oder? Es ist zum etwas, eine Komödie zu schreiben oder auch eine Komödie zu spielen oder Pointe zu spielen, also das ist etwas wahnsinnig Schwieriges. Und das ist schlussendlich eine Präzisionsarbeit. Und immer wieder das Wiederholen, also nochmals überlegen, es in eine Figur hineindenken. Es kommt immer so leicht daher. Man meint, ja, die hätte gar nicht anders können und so. Aber schlussendlich verbringen wir Stunden daheim, bis ein Stück oder ein Film oder eine Figur sitzt. Haben Sie da irgendeine bestimmte Technik, wie der das hergeht? Eben, du hockst hier, du kannst nicht einfach hier hocken. Du musst irgendwie arbeiten, sagst du, oder? Du ja, man sagt dem zum Beispiel, also man kann es ein bisschen präzisiert sagen. Also es ist, wenn man zum Beispiel in einem Film eine Komödie spielt, oder? Also was unterscheidet, fangen wir mal ganz unten an, oder? Was unterscheidet einen guten Schauspieler von einem mittelmäßigen oder einem schlechten Schauspieler? Ein guter Schauspieler, ein guter Komödiant ist, wenn er einen Text liest, oder? hat er Rollenfantasie. Also das heisst, ihm kommen Sachen in den Sinn, während er das liest, oder? Wo man anderen nicht in den Sinn kommt. Wie man das eben könnte komisch machen, oder? Weil ein Text, das ist tot, da passiert gar nichts. Es ist erst wir Schauspieler, oder? Wir Komödianten, oder? Wir machen das erst lebendig, wir machen das erst lustig. Und das heisst, also es muss zuerst einmal eine Begeisterung entstehen für den Text. Also das heisst, man muss etwas immer wieder durchlesen und dann kommt einem da nochmal etwas hin, dann kommt einem da nochmal etwas in den Sinn. Dann muss man sich in der Frage, ja, passt das wirklich zu dieser Figur oder ist das nur der Pointe zu lieb? Ist es besser, wenn man es weglässt? Also viele Komödianten machen auch den Fehler, dass sie nicht eben, das heißt Kill Your Darling, also wo nicht können verzichten auf einen Pointe, wo einfach hauptsächlich lustig, oder? Und das funktioniert ja auch nicht, oder? Man muss das richtige Maß muss dosieren, man muss können zurücknehmen. So. Das ist eigentlich unser tägliches Brot. Und das geht nur indem, dass man einfach eben das Telefon abstellt und keine Termine abmacht und sagt, ja, das ist jetzt meine Arbeit heute Morgen. Bruno, du hast vorhin angedeutet, du bist jetzt seit einem Jahr am Hocken, Denken, am Philosophieren, hast du mir mal erzählt. Mhm. Am Schluss kommen noch mal Gags raus, wieso philosophierst du jetzt so lange? Wieso gehst du Philosophie anschauen? Ja, ich bin jetzt an einem Soloprogramm am Schreiben und ich halt einfach irgendwo durch, der muss das Ganze noch ein bisschen kalt haben. Also es ist ja nicht einfach ein Pointen oder ein bisschen nach dem anderen, sondern ich habe irgendwie ein Thema, wo ich mich zerphilosophiere und einfach mal das Thema auseinandernehme. Und jetzt seit etwa 2 Monaten bin ich eigentlich nur noch am Scheissdreck machen und jetzt probiere ich das irgendwie zu verbinden. Und das gibt dann noch ein Endprodukt. Also eigentlich intellektueller Scheiß. Du hast mal gesagt, ein guter Komiker möchte gar nie lustig sein. Das ist es genau, was komisch mache ich am Schluss. Ja, das finde ich. Also ich find, gute Komiker sind immer Leute, die gegen den Humor arbeiten, die einfach nicht lustig sein wollen, die immer gehört, dass sie selber nicht lustig sind. Und natürlich auch, sagen wir mal, wo das irgendwie tief unten aufholen, also wo das eben aus eigener Angst oder aus eigener Nöten oder eben Existenzangst, also das noch jemand von dort rausholen. Und dann ist, also dann gibt's natürlich auch, es gibt ein paar Regeln. Also zum Beispiel, wenn man in einem Duo auftritt, also das kann man auch im Allgemeinen anwenden, das gibt es nicht nur für Komiker, gibt's die Regeln vom Weissblon und vom August. Ein Duo funktioniert nur, wenn einer der August ist, also das ist der rote Glon, und der andere der Harlekin, der Weissglon ist, oder? Also das einfachste Beispiel ist Dick und Doof, um das ablesen. Oder ich kann es einem anderen Beispiel erklären, es ist im Zirkus, oder? Der August und der Harlekin, sie stehen nebeneinander. Der August hat einen Apfel in der Hand und sagt am Weissglon, hebt die Augen zu, oder? Und
der Harlekin hat die Augen zu, dass er nichts mehr sieht. Und der August versteckt irgendwo den Höpfel, oder? Zum Beispiel den unteren, oder? Das ist offensichtlich für alle klar. Ist unten. Und sagt ihm am Weissglanz, so kannst du wieder die Augen aufmachen, oder? Du musst raten, jetzt herausfinden, wo ist der Höpfel, oder? Und der Weissglan, oder mit so Wahnsinnsschlaufen, oder überlegt, wo könnte der Höpfel sein, oder? Und das ist eigentlich das Geheimnis, oder? Das ist übrigens eine Partnerschaft gilt, dass eine Partnerschaft, eine Geschäftsbeziehung ist immer jemand der Weissglan und jemand der August und dann funktioniert die Partnerschaft. Zwei August nebeneinander vertragen sich nicht und zwei Weissglan auch nicht. Jetzt versucht die der Partnerschaft zu sagen, aber ich lasse bleiben, aber wie ist das gewesen, passen der Lamore? Bist du der Weissglan oder der August? Ja, das war vielleicht ein kleines Problem, wir haben uns immer abgewechselt und dann haben wir nicht mehr recht gewusst, wer welchen ist. Aber ich glaube, der Gysi war schon eher der August. Die haben auch nach dem Prinzip gearbeitet, als es dir naja, neu. Ist etwas Neues für dich oder kennst du es? Nein, das ist überhaupt nicht Neues. Aber wir haben irgendwie gar nicht grundsätzlich mit dem Prinzip gearbeitet. Da haben wir uns gar nicht überlegt so viel.